Hallo Menschen, heute möchte ich diesen 1280-seitigen Wälzer rezensieren, nämlich Das achte Leben für Prilka. Das las ich gemeinsam mit Vers Tant, von ihr kommt aber vermutlich keine Einzelrezension, da sie es doch weitaus weniger mochte als ich. Für mich gab es auch einige Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen stehe ich dem Buch doch sehr positiv gegenüber. Hier haben wir eine circa 100-jährige Familiengeschichte in Georgien, der Sowjetunion und später auch so einigen westlichen Ländern, wobei sich die Autorin vor allem auf die weiblichen Familienmitglieder konzentriert. Wir haben auch eine Rahmenhandlung, in der unsere Ich-Erzählerin ihre Nichte Prilka eben aus welchen Gründen auch immer aufsucht und ihr dann eben diese Familiensaga als Binnenhandlung quasi aufschreibt. Meiner Meinung nach funktioniert die Verschiebung der Perspektive zwischen verschiedenen Protagonisten sehr, sehr gut in diesem Buch. Und zwar sowohl innerhalb eines Kapitels, wenn halt einfach pro Abschnitt jemand wechselt, als auch dann so diese großen Wechsel, denn dieses Buch besteht aus 8 Unterbüchern, könnte man sagen, die jeweils mit dem Namen des wirklich Hauptcharakters für diese Zeit überschrieben sind. Und ich hatte keinen vergessen, konnte jeden sofort irgendwie mit einem Ereignis oder einer Persönlichkeit in Verbindung bringen. Die wirkten alle sehr, sehr plastisch und lebendig und ich fühlte mich sehr involviert in das Leben dieser Familie. Selbst Nebencharaktere bekommen manchmal schnell so eine kleine Hintergrundgeschichte erzählt und natürlich bleiben einige Personen blass, aber bei der Menge an Menschen ist das hier auch absolut in Ordnung und verständlich. Was für mich ebenfalls sehr gut funktioniert und was ich auch wieder sehr interessant fand, war die Verbindung aus so geschichtlichem Exkurs und dann eben die etwas kleinere Familiengeschichte, wofür ich euch kurz ein Beispiel geben möchte. Wir hatten vorher halt gerade so den Silvesterabend und die Handlung halt, die so weiter voranschreitet und dann beginnt das nächste Kapitel mit: Ein aufregendes Jahr hatte begonnen. Ein Jahr, in dem ein Elvis Aaron Presley in Tupelo, Mississippi zur Welt kam. Wie unsere Anastasia, also eine Figur aus dem Buch, sollte er in Begleitung eines toten Zwillings auf die Welt kommen. In dem Fall war es ein Zwillingsbruder. Das Jahr, in dem die sowjetische Justiz ein Gesetz erhielt, das jede Handlung als konterrevolutionär unter Strafe stellte, die die Schwächung der Herrschaft betreibe. Was genau mit Schwächung gemeint war, blieb nebulös, verschwommen und damit auf jede Tat anwendbar, die der Partei missfiel. Ein Gesetz, das beinhaltete, dass im Falle einer Anklage wegen Terrorismus jedes Recht auf Verteidigung verfalle und die einzige Strafe die Todesstrafe sei. Ein Gesetz, das besagte, dass jeder, der je über einen antisozialistischen Witz gedacht oder ein antisozialistisches Buch gelesen hatte, einmal Europa besucht oder einer Frau ein westliches Parfüm geschenkt hatte, ohne jegliche Vorwarnung und ohne jegliche Erklärung von den NKWD-Mitarbeitern abgeholt werden konnte, bevorzugt im Morgengrauen. Und so hat sie dann immer mal so in einer Seite wirklich so einen geschichtlichen Exkurs, erzählt uns, was halt so in dem Jahr passierte und dann geht's weiter mit der Familiengeschichte. Ich fand es natürlich auch wieder extrem interessant, wie es zum Beispiel in anderen Ländern nach dem Zerfall der Sowjetunion weiterging, weil wir halt doch irgendwie immer nur so ein bisschen das DDR-Beispiel haben, in dem es ja vergleichsweise glimpflich zuging und wie es dann hier manchmal noch zu Bürgerkriegen kam, es teilweise eigentlich sogar schlimmer war als vorher, einfach weil es noch keine Regierung gab oder die Regierung genauso korrupt war wie vorher oder noch schlimmer und das war eigentlich für mich mal wieder sehr interessant. Auf die eigentliche Handlung und das Leben der verschiedenen Protagonisten möchte ich gar nicht so genau eingehen. Ich möchte nochmal sagen, dass es allgemein halt wirklich auch so ein bisschen um die großen Themen der Menschheit geht. Das heißt, wir haben viel Selbstfindung, Traumaverarbeitung, natürlich auch sowas wie Liebe und Hass. Es geht um politische Freiheit, auch immer wieder um Verrat, um Tod natürlich. Das heißt so alles, was man eigentlich an großen Themen verarbeitet sehen möchte. Dabei äußert die Autorin definitiv starke Kritik an der Sowjetunion. Was ich aber ganz nett fand, ist, dass das ohne eine Glorifizierung des Westens geschieht. Sie hat zwar oft einen ironischen Ton, wenn sie auch so über ihre Heimat redet. Zum Beispiel gibt es hier am Ende so eine ganze Auflistung, was sie halt mit ihrer Kindheit verbindet und unter anderem auch, was halt über die anderen Staaten gesagt wurde. Da steht hier: Das Ausland an sich, eigentlich egal welches, war Sodom und Gomorra. Alle dort nahmen Drogen und die Staaten interessierten sich nicht für die Bürger und ließen sie verrecken. Dort trieben es alle mit allen und zeugten Kinder, für die sich keiner interessierte und für die es auch keine Krippenplätze gab. Das Ausland war ein böser Ort, von wo bisher kein einziger Sowjetbürger je zurückgekehrt war. Also manchmal kommt halt so ein kleiner ironischer Ton durch, fand ich sehr angenehm. Es gibt einige Probleme, die ich mit dem Roman hatte. Ich fange mit so 3 eher kleinen an und dann so mein großes Problem. Das eine ist das Motiv der verfluchten Schokolade. So unser Familienoberhaupt, mit dem die Geschichte so ein bisschen losgeht, ist halt Schokoladenfabrikant und hat ein Rezept für eine Schokolade, die angeblich so gut ist, dass dann immer etwas Schlimmes passiert, wenn man sie trinkt. Und zuerst konnte ich damit noch leben, denn es steht ja nicht wirklich im Text, ja, die Schokolade ist tatsächlich verflucht, sondern die Protagonisten denken das nur. Weil halt das erste Mal, als er die so zubereitet, wirklich etwas Schlimmes dann passiert. Und
Das kommt dann aber so oft vor und es passiert halt zufälligerweise tatsächlich dann immer etwas Furchtbares, dass es mir dann einfach zu viel wurde und ich mit diesem magischen Element nicht so gut zurechtkam. Also bin sowieso nicht so der Fan von magischem Realismus. Bin immer so der Meinung, entweder man schreibt Fantasy oder man lässt es. Und hier war es mir dann halt zusammen mit etwas anderem dann etwas zu übernatürlich oder ich dachte mir halt so, okay, ich hab's verstanden nach einer Weile, also war nicht ganz so meins. Dann noch eine Sache mit den Sexszenen in diesem Buch. Die fielen mir nämlich zuerst sehr positiv auf, weil ich die wirklich nicht schlecht fand, was sehr selten bei mir vorkommt. Es gibt ganz viele Sexszenen, die ich einfach schlecht beschrieben finde oder unangenehm etc. Und die sind wirklich sehr gut, aber sie kommen einfach zu oft. Denn mal abgesehen von den ganzen tausend Vergewaltigungen, die wir auch noch haben, haben die Leute hier ständig Sex. Und dazu, meiner Meinung nach auch, das ist natürlich alles Ansichtssache, aber oft an so unangemessenen Momenten. Zum Beispiel beobachtet eine gerade, also nicht direkt, aber sie sieht jemanden, der in eine Situation gerät, wo sie weiß, da kommt derjenige nicht lebendig raus. Und sie liebte diese Person auch, es war also eine Mutterfigur quasi. Und das Erste, was sie macht, ist nach Hause gehen und mit ihrem Freund schlafen, für den die tote Person auch sehr, sehr wichtig war. Und ich meine, gut, vielleicht kann man so argumentieren, im Angesicht des Todes wollten sie sich besonders lebendig fühlen, aber ich dachte mir so, könnt ihr vielleicht erstmal kurz trauern oder wenigstens über die Tote kurz reden? Aber nein, es wird halt als erstes sofort gevögelt. Und dazu kommt noch, dass es halt dann so drei Stellen in diesem Buch fand, bei denen Handlungen geschehen, die für mich wirklich nur so simple Plot-Devices war. Es gibt Momente, da handeln Personen wirklich einfach blöde und unrealistisch. Das würde nie jemand machen. Es passiert, glaube ich, nur, damit halt dann das passieren kann, was danach geschieht. Und dann gibt es einen Moment, da macht es diese Autorin sich meiner Meinung nach viel zu einfach. Da steht einfach so dort: Oh ja, und sie entkam ihren Beobachtern und verließ das Hotel. Und ich dachte mir, ach so, so einfach geht das? Wie hat sie das denn jetzt gemacht? Aber das lässt die Autorin halt einfach weg. Ja, und dann kommen wir so ein bisschen zu dem großen Problem, was ich dann im Laufe des Lesens hatte. Das ist so der Fakt, dass Frauenschicksale halt im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion anscheinend immer ins Tragische tendieren. Frauen sind in diesem Roman immer Opfer. Ich meine, sie stehen wieder auf, sie kämpfen, aber sie kommen eigentlich nie dagegen an. Und da bin ich halt jetzt noch ein bisschen hin und her gerissen, denn einerseits halte ich das für durchaus wahrscheinlich. Ich meine, es wird wohl kaum Ehen in der Sowjetunion gegeben haben, die wirklich glücklich waren, ohne irgendwelche Kriegs-, Vergewaltigungs-, Abtreibungs- oder Parteihintergründe. Irgendwas ist vermutlich immer. Und dafür möchte ich euch auch ein sehr gutes, sehr grausames Beispiel geben, wie sie das wirklich gut beschreibt. Wie gesagt, ich glaube, dass das durchaus realistisch ist. Und zwar wird unsere Protagonistin, von der ich euch nicht den Namen sagen möchte, in ein ehemaliges Klassenzimmer gebracht, in der sie halt auf sehr unschöne Art verhört wird. Und als sie halt nicht kooperieren will, weil sie auch nicht kooperieren kann, wird halt eine junge Krankenschwester namens Mariam reingerufen und es wird gesagt, dass unsere Protagonistin, die zu der Zeit schwanger ist, doch bitte jetzt mal ihr Kind verlieren soll und ihr auch die Gebärmutter herausoperiert werden soll. Und Mariam, die halt von der Situation total überfordert ist, aber auch nicht weiß, wie sie sich wehren könnte, beginnt halt mit der Prozedur und sagt die ganze Zeit: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann steht hier, wie gesagt, ich sage den Protagonisten Namen nicht. Steht hier: Mariam sprach nur noch mit ihr, nicht mehr mit Gott. Mariam entfernte ihr die Gebärmutter in einem Klassenzimmer, das Folterzwecken diente und jetzt Operationssaal war. In einem Klassenzimmer, in dem man das Porträt des Führers abgehängt hatte, um seine Augen nicht mit dem entwürdigenden Anblick einer Totgeburt und einer blutüberströmten Frau zu beleidigen. Und ein paar Tage später geht unsere Protagonistin an den Ort, in dem sie glaubt, dass Mariam ihren toten Embryo begraben hat. Und die Szene ist. Ihr Blick streifte über das Grundstück. Irgendwo hier musste Mariam ihren Jungen begraben haben. Irgendwo hier musste sein Körper liegen. Unter einer Eiche, schon fast am Ende des Schulgeländes, bemerkte sie einen kleinen Erdhügel. Klein, so unglaublich klein. Sie ging hin, sank vor ihm auf die Knie und begann mit bloßen Händen in dem Haufen zu graben. Die Erde war widerspenstig und rau, als wollte sie sie von ihrem Vorhaben abhalten. Sie ertastete etwas, spürte es. Spürte Übelkeit in sich aufkommen, schloss die Augen, tastete weiter. Es roch nach etwas Endgültigem. Sie übergab sich. Dann schrie sie einmal auf, nur einmal, kurz. Der Schrei durchschnitt die Luft. Dann war es wieder still und die Stille wirkte sakral. Es war ein guter Tag, um mit dem Leben zu beginnen. Ein Tag, an dem zierliche Marienkäfer und faule Hummeln durch die Luft flogen. Ein Tag, an dem man im Schatten liegen und reife Feigen und weiche Kakis essen sollte. Ein Tag, der gänzlich dem Leben gehörte. Mit ihren Händen sah sie die Nase und das Oval des Gesichts, die winzigen Augenbrauen, die Lippen. Vor ihrem inneren Auge betrachtete sie sein Gesicht. Sie erkannte ihn. Sie würde ihn für ihr ganzes Leben in Erinnerung behalten.
Sein Gesicht, das sie nie gesehen, das sie kein einziges Mal gestreichelt hatte, das sie weder weinend noch lachend, weder schlafend noch im Wachsein erblicken würde. Sie würde ihn für immer in ihren Träumen behalten, in einem Paralleluniversum, das nur hinter den geschlossenen Lidern existierte. Sie würde mit ihm dort leben, mit ihm dort einschlafen und aufwachen. Sie gab ihm einen Namen, sie warf die Erde wieder darüber. Das heißt, es sind gute, schlimme, furchtbare Szenen, die ich auch durchaus für realistisch halte. Aber nachdem man das halt dreimal, und zwar nicht nur drei solche Szenen, sondern drei solche kompletten Leben gelesen hat, wünscht man sich halt irgendwie vielleicht doch mal von diesem 1% zu lesen, der eine Ausnahme darstellt. Und zwar nicht, weil man das nicht mehr aushält irgendwie psychisch, aber weil man halt von vornherein immer wieder weiß, was passieren wird. Wenn da zwei Leute eine Beziehung beginnen, dann kann man sich sicher sein, dass etwas schief geht. Also entweder sind einfach die Personen furchtbar, der Mann schlägt seine Frau, vergewaltigt sie, geht fremd oder sonst was. Oder die Umstände sind schlimm. Es ist halt mal wieder Krieg, man wird verhört vom Geheimdienst oder sowas. Man weiß von vornherein genau, was passieren wird. Und es wiederholt sich alles. Die Autorin erkennt das ja natürlich irgendwie auch. Es gibt ja ein Zitat, da sagt sie dann auch, Geschichten wiederholen sich manchmal, Prilka, und überschneiden sich. Auch dem Leben geht einmal die Fantasie aus. Das kann man ihm nicht vorwerfen, was meinst du? So muss ich von zwei weiteren gleichzeitig Verknüpfungen in unserem Teppich berichten. Und das ist zwar alles schön, dass es so ein Gesamtbild ergibt, aber ich hatte halt trotzdem so das Gefühl, man wusste dann einfach immer, was passiert. Und die Vergangenheit und speziell so vorherige Generationen wirken so stark auf neue Charaktere, dass wirklich keiner dem System entkommt und keiner wirklich ein eigenes Leben aufbaut. Das ist alles immer oft auch von Männern natürlich bestimmt und die Frauen haben halt irgendwie keine Chance, da irgendwie auszubrechen. Ja, und wie gesagt, das ist ja wahrscheinlich realistisch, aber erzählerisch halt irgendwie auch so ein bisschen einfallslos. Also ja, ich konnte dann ab einem Drittel schon erzählen, was eigentlich jetzt passieren wird. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die positiven Momente, die zwischendrin kommen, nie so intensiv beschrieben werden wie die schlimmen. Also dass sich die Autorin vielleicht so ein bisschen immer vom schlimmen Moment zum schlimmen Moment hangelt. Die Sprache ist weitestgehend souverän, was ich sehr angenehm fand für eine Autorin, die ja nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen ist. Ich hatte letztens mit Abbas Kiter, die Orangen des Präsidenten, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da fand ich die Sprache zu simpel. Auch hier muss ich sagen, es war ein bisschen überraschend einfach, aber nur in dem Sinne, dass ich einfach von diesem Wälzer, diesem Epos irgendwie sowas richtig Gewichtiges einfach so in Richtung Klassiker erwartet hätte. Und verglichen dazu lässt es sich so locker lesen. Und ich meine jetzt auch nicht nur leicht verständlich, das zwar auch auf jeden Fall, aber ich meine wirklich, dass alles sehr, sehr, sehr leicht wirkt. Andererseits hat sie manchmal Stellen, in denen sie richtig pathetisch wirkt. Also da wird halt vorher ganz normal Handlung beschrieben und dann geht's los mit: Die Welt tanzte einen Reigen. Die Skelette unter der Erde gaben den Rhythmus vor. Die Rosen wuchsen nur noch schwarz. Alle Wege fühlten sich an wie Hängebrücken, schwankend, jederzeit zum Absturz bereit. Sogar der Schnee bekam eine bläuliche Färbung. Der Himmel war durchlöchert. Einschusslöcher sah man auch am Horizont und die Sonne strahlte zwar müde vor sich hin, konnte aber nicht mehr wärmen. Im Flüsterton sprachen sich die Bäume ab und erhängten sich gegenseitig an den eigenen Ästen. Vögel fielen vom Himmel, weil sie beim Anblick des Reigens das Fliegen verlernten und Kinder wurden schlagartig erwachsen und putzten Granaten. Tränen waren selten und teuer geworden, nur Fratzen gab es kostenlos. Und es geht sogar noch eine Weile so weiter. Ich muss zugeben, im Prolog fand ich das sogar sehr angenehm, dass sie von Anfang an nicht nur so eine kleine Geschichte einfach erzählen wollte, sondern dem Ganzen so ein Gefühl von Epos gibt, dass sie wirklich etwas Großes erzählen möchte. Auch dazu nochmal kurz ein Zitat. Wie gesagt, es geht damit los, sodass sie ihre Nichte Prilka halt aufsucht und dann beginnt sie schon, das Ganze halt so in einen großen Zusammenhang zu ordnen. Und sie sagt: Ich verdanke diese Zeilen einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat. Alle die, die hofften. Ich verdanke diese Zeilen einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte. Ich verdanke diese Zeilen meiner Schwester, der ich nie verzeihen konnte, dass sie in jener Nacht ohne Flügel losgeflogen ist. Meinem Großvater, dem meine Schwester das Herz herausgerissen hat. Meiner Urgroßmutter, die mit mir einen Pas de Deux tanzte, als sie 83 war. Meiner Mutter, die Gott suchte. Ich verdanke diese Zeilen Miro, der mich mit Liebe wie mit einem Gift infizierte. Ich verdanke diese Zeilen meinem Vater, den ich nie wirklich kennenlernen durfte. Ich verdanke diese Zeilen einem Schokoladenfabrikanten und einem weiß-roten Oberleutnant, einer Gefängniszelle, aber auch einem Operationstisch mitten in einem Klassenraum. Einem Buch, das ich nie geschrieben hätte, wenn. Und so weiter. Und dann ordnet sie Prilka jetzt schon als Neuerung, als Neuanfang in diese Geschichte ein.
Allgemein mochte ich auch die Rahmenhandlung. Man muss aber auch zugeben, dass es eigentlich sehr unlogisch ist, dass unsere Ich-Erzählerin so viele Details weiß. Also es gibt ein paar Stellen, da spricht sie das sogar selber an und sagt, okay, hier weiß ich eigentlich gar nicht genau, was passiert da, aber ich stelle es mir so vor. Und die kommen aber eigentlich immer noch zu selten. Also was sie halt wirklich detailliert beschreibt, das kann sie eigentlich nicht wissen. Deswegen ist es halt so eine Frage, ob man diesen Kunstgriff unbedingt macht mit der Ich-Erzählerin, aber ja. Im Großen und Ganzen kann ich noch sagen, dass ich das Buch während des Lesens wirklich weitestgehend genoss und dass mir dann erst so später beim Nachdenken oder beim Austausch mit Festhand so einige Dinge auffielen, und ich dachte, oh gut, das war jetzt vielleicht wirklich nicht so prickelnd gelöst. Das heißt, ich will euch wirklich nicht von diesem Buch abraten, obwohl ich einige Sachen kritisiert hatte. Es ist ein großes Werk. Sie hat damit wirklich so einen richtigen Epos geschaffen und die Verbindung aus geschichtlichem und familiären funktioniert für mich sehr gut. Das heißt, ich bin zwar immer noch ein bisschen hin und her gerissen, würde es aber im Großen und Ganzen trotzdem empfehlen, wenn man die Zeit hat. Die übrigens erstaunlich schnell verfliegt bei diesem Roman, also ich bin dadurch geflogen, dann kann ich es empfehlen. Gut, dann habe ich für dieses Video vermutlich schon viel zu lange geredet, deswegen möchte ich mich nur noch fürs Zuschauen bedanken und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.